Recht herzlich willkommen zur 88. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir die Feuerwehr gemacht und diesmal, ja, was machen wir diesmal? Die Feuerwehr, können noch ein paar Häuser hier abreißen. Ich habe letztes Mal noch im Abspann noch zwei Stück oder so weggemacht. Hier ist noch eins. Und da ist noch eins. Und hier sind noch ganz viele. Welches ist das denn? Ich glaube das. Und hier hinten sind auch noch welche. Da sind einige. Das ist gar nicht gut, ne? Hier werden noch mehr kommen, weil hier keine Müllabfuhr ist. Das ist, glaube ich, das Problem. Da haben die keine Lust, hier zu wohnen, wenn so viele Müllprobleme da sind, wahrscheinlich. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir die Müllabfuhr hier noch arrangieren, ne? Wir haben sie ja dezentralisiert. Oder wie soll man das nennen? Ne, zentralisiert haben wir sie, aber auswärts. Das kann man dann auch nicht dezentralisieren nennen, ne? Hierhin fehlt Wasser. Aber jetzt sind wir gerade erst mit dem Abrissunternehmen unterwegs. Gestaltung. Wir werden mal gucken, wie das hier ist, ob der vollgelaufen ist oder so. Hier sind auch noch drei Häuser. Okay. Ja, dann müssen wir unbedingt das Müllproblem noch beobachten. Häuser, die ich hier jetzt abreißen muss, ne? Werden immer mehr, oder was? Ne, das ist doch, das ist das. Und da ist auch das. Geht die Sonne auf oder wie sehe ich das? So. Wie wir sehen, hier, zack. Ich war da gerade und da sind schon die nächsten und das liegt einfach daran, dass hier die roten Symbole sind, ne? Das ist ein großes Problem. Überall blinken die Häuser. Gut. Jetzt hier in der flacheren Wohngegend ist das überall gegeben, ne? So. Ich glaube, das ist nicht das, sondern das. Okay, hier sind auch noch welche zwischen. Alle weg. Sieht es ein bisschen besser aus. So, haben wir auch gemacht. Da oben war noch irgendwo eins, oder? Da. Weg, dann gehen wir hier rüber. Hier gerade vorbei. Ja, hier wird das sich auch häufen, weil hier auch definitiv ein Müllproblem herrscht. Das. Obwohl ich jetzt mit mehr gerechnet jetzt. Weil eigentlich sind wir ja viel weiter weg von da hinten, ne? Okay, aber oh, hier sieht es ganz schlimm aus. Alle Hochhäuser können wir fast abreißen. Auch noch eins zwischen.
ein Schüttberg. Hier sind jetzt auch ganz viele. Das ist der dazwischen, ne? Ne, der war es leider nicht. Jetzt kommt doch die große. Die war es auch nicht. Pech gehabt. So, weg. Da ist auch noch einer. Die sind bei fehlender Arbeiter und Müll wahrscheinlich. Ja. Da sind auch noch zwei. Hier oben auf der schönsten Wohnlage sind auch leerstehende Häuser. Ja. Schubberge wegmachen. Oh, hier sieht's ganz schlimm aus. Okay. Müssen wir alles wegreißen. Das ist nicht gut. Da muss ich dann gucken, welches das ist. Das ist das und das. Das. Ne, das war das Falsche, okay. Eins und das ist das dazwischen. Ah, das war ein Baum oder was? Glück gehabt, dass es kein Haus war. Und hier sieht es ja ganz schlimm aus. Ah, einen wieder erwischt, der nicht hätte abgerissen werden dürfen. Da genauso. Jetzt habe ich den richtigen da erwischt. Und der. 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 Und hier noch ein paar. Okay, dann sind wir gleich durch. Alle weg. Da ist noch einer. Ah, die kommen schon wieder, ne? Arbeiter fehlen. So. Jetzt haben wir es erst erreicht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier erstmal gucken, ja, was brauchen wir? Arbeiter brauchen wir. Den Bagger machen wir jetzt erstmal aus. Das haben wir genug getan. Ja, wenn ich sehe, das sind schon wieder tausende von Häusern wieder weg. Das liegt aber einfach daran, dass irgendeine Struktur nicht passt. Also, hier ist jetzt ein Müllproblem. Müllabfuhr ist hier. Räumung beendet. Das heißt, die können auch wieder losfahren. Ist voll, müssen wir räumen, ist voll, müssen wir räumen. Und hier ist die Räumung beendet. Können wir also wieder loslegen. Hier sind es 28%. Was sagt der jetzt hier? Gebäude leert sich, okay.
Okay, das ist auch das Symbol. Alles klar, das ist ja prima. Jetzt müssen wir gucken. Da fehlt ein Wasseranschluss. Den machen wir mal gerade noch. Wasser ist allerdings weit weg, ne? Obwohl ich jetzt fast überlegen würde, das von hier oben her zu ziehen. Dahin. Und wir hatten irgendwo anders noch das Wasser. Das war, glaube, da hinten links, wo das fehlte. Oh, wie viel ziehen die ja gerade weg, ne? Hier hinten ist noch Wasserproblem. Machen wir so. Und hier sind wir schon gleich passend bei der Müllabfuhr. Mach das Wasser aus und guck gerade hier rein. Muss ich lernen. Muss ich auch lernen. Warte, da ist auch noch einer. Muss ich auch lernen. Das ist ein Friedhof. Muss ich auch lernen. Welches ist das denn? Ich glaube das. Und hier hinten sind auch noch welche. Ja, da sind einige. Das ist gar nicht gut, ne? Hier werden noch mehr kommen, weil hier keine Müllabfuhr ist. Das ist, glaube ich, das Problem. Da haben die keine Lust, hier zu wohnen, wenn so viele Müllprobleme da sind, wahrscheinlich. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir die Müllabfuhr hier noch arrangieren, ne? Wir haben sie ja dezentralisiert. Wie soll man das nennen? Ne, zentralisiert haben wir sie, aber auswärts. Das kann man dann auch nicht dezentralisieren nennen, ne? Hierhin fehlt Wasser. Jetzt sind wir gerade erst mit dem Abrissunternehmen unterwegs. Da auch. Oh. Hier fehlt es an Friedhofsgestaltung. Wir werden mal gucken, wie das hier ist, ob der vollgelaufen ist oder so. Drei Häuser. Okay. Ja, dann müssen wir unbedingt das Müllproblem noch beobachten. Ja, das sind verdammt viele Häuser, die ich hier jetzt abreißen muss, ne? Werden immer mehr, oder was? Ne, das ist... Doch, das ist das. Und da ist auch das. Jetzt geht die Sonne auf, oder wie sehe ich das? So. Und wie wir sehen, hier... Zack. Ich war da gerade, und da sind schon die nächsten, und das liegt einfach daran, dass hier die roten Symbole sind, ne? Das ist ein großes Problem. Überall blinken die Häuser. Gut. Jetzt hier in der flacheren Wohngegend ist das überall gegeben, ne? So. Ich glaube, das ist nicht das, sondern das.
Okay, hier sind auch noch welche zwischen. Alle weg. Hier sieht es ein bisschen besser aus. So, haben wir auch gemacht. Da oben war noch irgendwo eins, oder? Da. Weg, dann gehen wir hier rüber. Gucken hier gerade vorbei. Ja, hier wird es sich auch häufen, weil hier auch definitiv ein Müllproblem herrscht. Das. Obwohl ich jetzt mit mehr gerechnet jetzt. Weil eigentlich sind wir ja viel weiter weg von da hinten, ne? Okay, aber oh, hier sieht es ganz schlimm aus. Alle Hochhäuser können wir fast abreißen. Auch noch eins zwischen. Da ist ein Schuttberg. Hier sind auch ganz viele. Das ist der dazwischen, ne? Ne, der war es leider nicht. Das kommt doch die große. Die war es auch nicht. Pech gehabt. So, weg. Da ist auch noch einer. Die sind bei fehlender Arbeiter und Müll wahrscheinlich. Ja. Da sind auch noch zwei. Hier oben auf der schönsten Wohnlage sind auch leerstehende Häuser. Ja. Schubberge wegmachen. Oh, hier sieht es ganz schlimm aus. Okay. Alles wegreißen. Das ist nicht gut. Da muss ich gleich gucken, welches das ist. Das ist das und das. Ne, das war das Falsche, okay. Auf jeden Fall eins und das ist das dazwischen. Ja, das war ein Baum aus. Glück gehabt, dass es kein Haus war. Und hier sieht es ja ganz schlimm aus. Ja, einen wieder erwischt, der nicht hätte abgerissen werden dürfen. Da genauso. Jetzt habe ich den richtigen da erwischt. Und der. 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 Und hier noch ein paar. Okay, dann sind wir gleich durch. Weg. Da ist noch einer. Ah, die kommen schon wieder, ne?
Arbeiter fehlen. So. Jetzt haben wir es erst erreicht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier erstmal gucken. Ja, was brauchen wir? Arbeiter brauchen wir. Den Bagger machen wir jetzt erstmal aus. Das haben wir genug getan. Ja, wenn ich sehe, das sind schon wieder tausende von Häusern wieder weg. Das liegt aber einfach daran, dass irgendeine Struktur nicht passt. Also hier ist jetzt ein Müllproblem. Müllabfuhr ist hier. Räumung beendet. Das heißt, die können auch wieder losfahren. Ist voll. Müssen wir räumen. Ist voll. Müssen wir räumen. Und hier ist die Räumung beendet. Können wir also wieder loslegen. Hier sind es 28%. Was sagt der jetzt hier? Gebäude leert sich. Okay. Okay, das sagt das Symbol. Alles klar, das ist ja prima. Jetzt müssen wir gucken. Da fehlt ein Wasseranschluss. Den machen wir mal gerade noch. Wasser ist allerdings weit weg, ne? Obwohl ich jetzt fast überlegen würde, das von hier oben her zu ziehen. Mal hier hin. Ja. Genau, bis dahin. Und wir hatten irgendwo anders noch das Wasser. Das war, glaube ich, da hinten links, wo das fehlte. Oh, wie viel ziehen die gerade weg, ne? Hier hinten ist noch Wasserproblem. Machen wir mal so. Und hier sind wir schon gleich passend bei der Müllabfuhr. Mach das Wasser aus und guck gerade hier rein. Muss ich leeren. Und muss ich auch leeren. Warte, da ist auch noch einer. Muss ich auch leeren. Das ist ein Friedhof. Muss ich auch lernen. Hier. Ist auch bald voll. Dafür ist der fast der. Hier. Lernen. Und der ist leer. Dann können wir den aber auch definitiv umschieben und das machen wir hier hin. Das hatten wir ja vor. Und dann können wir die Räumung beenden. Dann fahren die LKWs da alle los. Das war hier. Warte mal, hier ist noch ein Friedhof, der keinen Platz mehr hat. Hier war doch gerade auch einer, oder? Was ist denn das für ein Symbol? Geringer Bodenrichtwert, okay. Ist jetzt nicht wichtig. Wir müssen so das Ganze zum Laufen kriegen. Da ist der zweite Friedhof. Den müssen wir auch bearbeiten. Hier ist auch einer, auch voll. Friedhöfe sind alle voll und das ist gerade das Problem wahrscheinlich, das wir hier haben. Hier ist eine Müllkippe. Ist aber noch was drin, das heißt, das muss erst noch passieren. Das muss ich leeren. Das ist fast leer.
Und der ist leer, das heißt, wir können den auch umziehen. Da geht nichts mehr hin. Aber hier noch. Dann machen wir erst die Seite. Dann können die LKWs wieder fahren. Auf der Landzunge war das. Da ist auch eine MVA, ne? Die ziehen wir auch um. Die geht hier hin. Warum geht die da nicht hin? Geht die da hin? Ist da Wasser? Weil die braucht Wasser. Gut, das ist erledigt. Ne, da wollte ich hin. Wasserproblem beseitigt. Die freuen sich gerade alle. Keine Ahnung warum, aber die freuen sich, das ist wichtig. Hier mal ganz viele, die sind aber gerade alle am leer werden. Irgendwo war hier noch was, die sind auch am leer werden. Die sind auch am leer werden. Da ist noch ein Friedhof. Der muss leer werden. Gut. Und hier sieht es alles normal aus. Und hier sind noch zwei, die leer werden. Hier können wir schon wieder tausende von Häusern abreißen. Das geht gerade richtig bergab. Wir verlieren ohne Ende. 162 pro Runde. Das kostet uns richtig Asche gerade, was da passiert. Die sind alle unzufrieden. Da müssen wir reingucken, ne, warum die unzufrieden sind. Überall ist Leerstand. Und es fehlen Arbeiter. Hier, die Balken sind fast nicht da. Kommerz möchte gerade ein bisschen kommen. Irgendwas läuft gerade richtig fehl. Der muss auch leer werden. Die Müllabfuhr muss fahren. Hier mal im Friedhof. Da auch noch. Muss auch leer werden. Hier fehlt es an Strom. An der Steuerbehörde braucht nicht unbedingt Strom, oder wie ist das? Okay, da müssen wir die Lücke gerade schließen. Das machen wir aber anders, indem wir dort so ein Gebäude noch zwischen machen, dann sollte da gleich Strom kommen. Gut. Ja, das Friedhofsproblem war wahrscheinlich das Schlimmste oder ist das Schlimmste momentan. Alle Friedhöfe sind voll und überall sind in den Häusern noch Leute, die abgetransportiert werden müssen. Ne? Hier ist alles brachliegend. Ich glaube, die ganze Karte ist jetzt gerade voller Abbruchhäuser. Die Frage, ob die Häuser, aber die werden nicht von alleine abgerissen, ne? Jetzt haben wir eine Straße gerade erwischt, die müssen wir wieder aufbauen. Also gerade gucken, was ist das für eine? Die war das wohl nicht. War es eine vierspurige? Das war wahrscheinlich nur eine zweispurige oder was?
Und die müssen wir schwingen. Warte mal, das Haus ist gerade von alleine weggegangen. Kann das sein? Okay. Das heißt, die Häuser gehen von alleine weg. Dann brauche ich mich da nicht drum kümmern. Ist zwar jetzt nicht das Ideale, aber sie gehen irgendwann von alleine weg. Weil ich glaube, wenn ich sie abreiße, kostet es auch richtig Geld. So. Deponie ist leer. Können wir verschieben. Nee. Wo war es? Da hinten noch. Okay. So, dann können die den Müll auch wegmachen. Und... was ist das denn jetzt hier? Ein Haus. Was haben wir hier? Auch eine Residenz, okay. Die haben Müllproblem. Okay, wir kriegen gerade wieder Zuwanderer. Wahrscheinlich, weil wir gerade keine Ahnung was gemacht haben. Die Karte wieder ein bisschen kippen, wenn ich mehr sehe. Gut, hier sind noch ganz viele, aber das will ich jetzt auch gar nicht abreißen. Das soll von alleine gehen dann. Da fehlen Arbeiter. Hier, das kann auch umziehen. Das machen wir jetzt auch. Ja, dann machen wir hier noch eine weitere Stelle hin. Dann fängt es da wieder an. So, die können hier lang fahren, die LKWs, ne? Können da auf der Autobahn darüber und dann kommen sie auch dahin schnell. Okay. Müssen wir gucken, was wir noch verschieben können. Da hinten ist nichts zu verschieben. Die sind alle... der ist auch noch voll. Warte mal, da blinkt noch ein anderes Symbol. Was sagt uns das? Das war daneben. Und das ist das. Keine Rohstoffe, okay. Wieso haben wir keine Rohstoffe? Weil die wahrscheinlich schlecht angebunden sind da. Und das ist hier ein Feuer. Abgebrannt. Das dazwischen kriege ich nicht, oder doch? Hallo? Ich wollte das abreißen. So, jetzt ist es weg. So, okay. Müssen wir gucken, dass wir das in den Griff kriegen. Es kommen aber wieder gerade Leute. 40.000 wollen dann doch bleiben. Ich glaube, die Smileys kommen, wenn daneben irgendwo ein Haus weggeht, ne? Kann das sein? Und das passiert von ganz alleine mit der Zeit. Okay, hier hinten ist gerade überall schlecht, aber lassen wir gerade laufen. Ist egal. Wir sind jetzt erstmal mit dem Müll noch beschäftigt, dass das passiert, und mit den Friedhöfen. Und da werden wir dann weiterarbeiten müssen. Den kann ich noch umziehen, das mache ich gerade schnell noch. Gut. Und dann können die LKWs auch raus. Und können den Müll abholen. Was ist das hier? Diebstahl auf dem Mülldeponie? Oder was steht hier? Kriminalität. Interessant. Die klauen da jetzt Müll, ne? Das ist gut, wenn die Müll klauen. Aber das ist das Problem. Wow, guck mal, was da für ein Problem hier auftaucht. Wieso? Hat der da eine Panne, der LKW, oder was? Warum fährt der nicht? Oder will der da rein und das ist das Problem? Okay, die wollen alle einspurig weiterfahren, weil sie alle links abbiegen. Okay, interessant.
Das ist hier nur eine Müllwagenstraße. Und da kommen auch schon die tausend anderen wieder. Okay. Das ist auch ein Problem, ne? Das bedeutet... Die fahren alle da lang, ne? Wo fahren die denn danach lang? Alle durch über die Autobahn? Ja. Aber nach hier fahren auch welche weg, so ist ja nicht. Ja, wird schon werden. Kriegen wir schon noch hin. Das heißt, wir machen hier gerade noch eine Polizeiwache hin, damit die Kriminalität hier nicht ist, ne? Gut, dann ist das auch besser. Polizeiwache, Polizeihauptquartier, und das ist ein Gefängnis. Wir haben noch kein Gefängnis, denke ich. Müssen wir da mal gucken. Können wir eigentlich hier hin machen, ne? Oh, das ist ja riesengroß. Das können wir... Wo können wir das Gefängnis hinsetzen? Hier? Nee. Ah, weiß ich noch nicht. Das machen wir dann mal irgendwann anders, jetzt noch nicht. Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.